Hallo alle miteinander, heute möchte ich euch mein erstes Video vorstellen. Und zwar möchte ich diese Barbie reviewen, euch zeigen, wie sie genauer aussieht. Abgesehen davon habe ich mit YouTube angefangen, einfach um zum Beispiel besser sprechen zu lernen. Deswegen werde ich meine Videos auch nicht schneiden. Wenn ich mich mal verhasple, dann ja, gehört das nun mal mit dazu. Und dann werde ich sie gleich auspacken und wir sehen uns gleich wieder. Beziehungsweise ich mache das wahrscheinlich in Zeitraffer. Hallo, wieder zurück. Hier könnt ihr die ganzen Accessoires, die Kleider von der Barbie sehen. Jetzt zum Beispiel so ein grünes Leopardenmusterkleid, finde ich auch sehr schön. Dann noch so ein Kleid in zwei verschiedenen Mustern auf der jeweiligen Seite. Ja, auch sehr hübsch, aber in Schwarz wäre es natürlich, finde ich, ein bisschen hübscher. Und noch so ein T-Shirt, sieht ein bisschen aus wie ein Kartoffelsack. Aber auch ganz hübsch. Dann noch so eine schöne Tasche in Blau. Ein paar Sandaletten oder Sandalen. Dann noch zum Beispiel verschiedene Schuhe mit Plateaus. Hier welche in Weiß und hier noch ein paar grüne Schuhe Schuhe mit Plateaus. Und auch zum Beispiel diese rosa Tasche, die kann man auch Crossbody tragen. Auch schön, so schön rund. Wobei ich in so Naturfarben, wie zum Beispiel kann man so Strohfarben, das fände ich auch viel schöner, würde auch authentischer aussehen. Oder hier. Dann kann man da Barbies hin. Oh, haben wir aber gut festgemacht. Auch so eine Tasche. Ich finde, es sieht aus wie so eine Tasche, wo man Gemüse tragen kann. Aber es sieht auch sehr hübsch aus. Mit so einem kleinen Karton. Und die Barbie selbst hat auch zum Beispiel Sandalen an, auch in Blau. Und dieses sehr schöne Kleid. Und das Gute ist, die hat sowohl dasselbe Muster vorne als auch hinten. Und das finde ich sehr gut, weil manchmal machen die das nicht und das wirkt dann ein bisschen billig. Hier ist auch dasselbe Muster wie vorne wie hinten. Finde ich sehr gut. Hier auch und hier auch. Das ist schon mal ein großes Pro. Also finde ich sehr gut, dass die darauf geachtet haben. Kommen wir auch schon zur Barbie selbst. Und weshalb ich sie eigentlich auch gekauft habe, war tatsächlich, weil ich ihr Gesicht so schön finde und auch das Make-up. Die hat so blauen Lidschatten, wie ihr sehen könnt, und auch einen sehr schönen Lippenstift. Auf den Bildern sah er ein bisschen dunkler aus oder auf manchen anderen auch ein bisschen heller. Und ich finde die Farbe gerade richtig. Was mir auch gefällt, sind einfach ihr Afrohaar. Sehr schön. Finde ich, sieht sehr stylisch aus und eine wirklich sehr schöne Barbie. Und da würde ich natürlich auch am liebsten einen Made-to-Move-Körper ihren Körper durch einen Made-to-Move-Körper austauschen. Dann kann sie sich noch mehr bewegen. Oh, hier mal ein bisschen sauber. Genau, dann komme ich gleich wieder und zeige sie euch in den anderen Outfits. Das ist ihr jetziges Outfit. Bis gleich. Und hier bin ich wieder. Hier könnt ihr das erste Outfit sehen. Vorne und hinten ist jeweils derselbe Stoff. Und sie hat einen Afro. Hier sind noch die beiden Plastikdinger. Keine Ahnung, wie man die nennt. Die werde ich noch später entfernen. Das mache ich meistens mit einer Gabel. Und ihr könnt ihr ihre blauen Schuhe sehen. Und nochmal ihr Outfit. Also das Outfit finde ich sehr schön. Ich zeige euch auch gleich das zweite Outfit an ihr umgezogen. Hier ist auch schon ihr zweites Outfit. Ich finde es ganz in Ordnung. Ja, es ist nichts Besonderes. Ich finde die Farbe sehr schön. Ich finde es gut, dass hier so eine Art Baumwollstoff verwendet wurde. Dann hier ist diese Tasche, die sieht auch cool aus. Ganz unten könnt ihr ihre Plateauschuhe auch anziehen und hier nochmal von der Seite. Die sehen auch cool aus. Also es ist ein solides Outfit, was in Ordnung ist. Zeige ich euch gleich auch noch das dritte Outfit. Können wir auch schon zum, dritten Outfit. Und es ist auch ein Outfit, sieht ganz in Ordnung aus. Eine süße Tasche. Oder auch die Schuhe sind auch cool mit solchen Plateaus. Und wieder mal ein wunderschönes Gesicht und hinten selber Stoff. Ist derselbe Stoff wie vorne.
kommen wir auch schon gleich zum letzten Outfit. Und dann meine abschließende Beurteilung, wie ich das Produkt finde, ob ich es empfehlen kann oder nicht. Im Großen und Ganzen, also zusammenfassend kann ich sagen, dass es eigentlich ein sehr gutes Spielset ist. Man hat eine Puppe mit einem sehr hübschen Gesicht, auch eine etwas dunkleren Haarfarbe, gibt es auch nicht so häufig, finde ich zumindest als Spielset von Barbie, und das finde ich sehr gut. Was mir auch gefällt, sind zum Beispiel die Kleider, dass sie auch zum Beispiel hier was hinten und vorne denselben Stoff haben und dass es eben verschiedene Kleider sind. Klar, es wäre auch cool, wenn da zum Beispiel eine Hose oder auch ein Rock dabei ist. Sieht man leider auch nicht so häufig bei den ganzen Barbie-Fashionistas. Die tragen meistens eher ein Kleid. Was ich auch gut finde, dass sie verschiedene Accessoires hat, wie zum Beispiel verschiedene Taschen oder auch Schuhe. Und genau, aber klar, was ich jetzt nicht so schön finde, ist zum Beispiel vielleicht das Kleid vom Design her. Aber das ist ja alles Geschmackssache. Was ich auch nicht ganz gut finde, aber was nun mal bei den meisten Barbies so ist, dass die einfach so wenig Bewegungsmöglichkeit hat. Das ist ja eher nur die 1, 2, 3, 4, 5 Punkt Artikulation von Barbies, natürlich auch sehr wenig. Und was ich vorhin auch vergessen zu sagen habe, die Barbie, also ich habe sie für ungefähr 22 Euro gekauft. Bei Amazon findet man die häufig eher für 30, was in meinen Augen schon sehr viel Geld ist für also für diese Qualität, die man hier haben kann, jetzt nicht sonderlich gut ist, wenn man zum Beispiel Puppen von LOL Surprise vergleicht oder so, die sehr viele Details haben, dann finde ich, ist das natürlich sehr viel Geld, wenn man 30 Euro dafür ausgibt. Wobei, für den Preis, den ich bezahlt habe, würde ich sie auch kaufen. Finde ich, ist das ein guter Preis, also 22 Euro. Vielleicht gibt es die irgendwo auch günstiger, wer weiß. Und im Großen und Ganzen finde ich, ist es ein sehr gutes Produkt. Und ich kann mich nicht beschweren. Und das ist dann auch schon mein, das ist schon alles, was ich sagen möchte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es wird ein bisschen chaotisch sein, aber hey, es ist noch lange kein Meister vom Himmel gefallen. Ja. Sagt man das so? Meister vom Himmel gefallen? Ach, egal. Tschüss. Willkommen zurück, wie ihr seht, und habe ich von. Okay, ich muss es ein bisschen näher erläutern, und zwar haben wir zwei verschiedene Made-to-Move-Körper. Das ist der Körper. Entschuldigung, das ist der Körper, den ich vorhin ausgepackt habe. Und diese Barbie mit dem Kopf hat diesen Körper hier.
Und offensichtlich hatte die mit dem Afro hatte den Körper. Zwar ist mir aufgefallen, obwohl das eigentlich an sich dieselben Körper sind, kommt es im, also kann es schon mal vorkommen, dass die Produkte natürlich nicht gleich sind. Habe ich gemerkt einfach, dass die vom Dekolleté her nicht ganz so gut zu dem Gesicht gepasst haben. Also habe ich dieser Barbie den Made-to-Move-Körper von der hier verpasst. Genau. Und diese Barbie musste ihren Made-to-Move-Körper an diese abgeben. Und diese hat ihren Made-to-Move-Körper an den hier abgegeben. Ich weiß, ein bisschen kompliziert, aber egal. Im Großen und Ganzen passt es eigentlich sehr gut. Vor allem durch die Kamera passt es irgendwie. Also durch die Kamera gesehen sieht es besser aus als in Real Life. Genau. Und jetzt verabschiede ich mich und sage endgültig Tschüss. Verzeiht mir, falls das Video ein bisschen chaotisch wird, aber hey, beim nächsten Mal wird es bestimmt besser. Bis zum nächsten Video.